Ey, Mohnheingenieur, ey, ich hab Probleme mit der Polente. Jo, nee, du, die haben hier eh keinen Geschmack. Aber deine Karre sieht ganz schön komisch aus. Hast du damit angestellt? Ja, was soll ich sagen? Ich bin durch die Gegend gefahrradet und dann kam ein Bulle an und sagte, nee, alles schlecht. Aber dafür habe ich hier ein assreines Würstchen für dich. Ey, wo ist denn jetzt der Klaus wieder hin? Einfach weggelaufen. Ey, Manni, alles gut bei dir? Was macht denn der Matter? Ja, du, und deshalb habe ich mir einen Mofa geholt. Weißt du, da kommt TÜV nicht. Weil, weißt du, Mofa-TÜV ist scheiße. Wie? Mofa-TÜV soll jetzt bald kommen? Nee. Null Scheckung. Ui, du, guck mal, den können wir stilllegen. Oh, das ist ein hauptberufliches Nasenfahrrad. Oh. Jetzt brauchen wir eure Mofas TÜV, ihr alten Schlause. Da geht ja gar nicht. Wie stillgelegt? Nein, Mofa braucht keinen TÜV. Nie. Unsere Mofas brauchen keinen TÜV. Die laufen 55. Die gehen ab ins Stauf rein, die Scheiße. Und guck dieses scheiß Roadtrip-Video. Wisst ihr Bescheid? Und willkommen bei Max Pietschop. So, pass auf. Wir sind ja momentan beim Thema Zweitakt. Waren wir gestern ja eigentlich auch schon, wo wir diesen alten Trabi da abgeholt haben. Ich möchte aber diesen Trabi jetzt mal eben so, ich weiß nicht, wie du dich erzählt, aber ich möchte ihn noch ein bisschen hier stehen haben, bevor ich irgendwas damit anfange, damit ich auch wirklich alle Besitzverhältnisse von diesem Ding geklärt habe. Alle. Bevor ich irgendwelche Sachen da abschraube. Nachher kommt, kriegt doch Ärger dann, ne? Mit dem jetzigen neuen Besitzer von dem Ding. Also bin ich eigentlich ich, aber der Typ davor. Ne, ich will doch mal eben alles abklären. Deswegen steht er noch hier. Und hätten wir jetzt halt ein Schlachtvideo gemacht. Wir schlachten den scheiß Trabi und bringen ihn nach Udo. Udo wäre auf dem Plan tatsächlich, aber morgen erst. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, ich habe noch anderthalb Stunden Todzeit. Gordon ist voll beschäftigt jetzt gerade. Der macht jetzt gerade den Golf 3 für den Autohandel fertig. Übrigens, wenn ihr noch einen Golf 3 braucht, ich würde ihn gerne ans Herz legen. Man kennt ihn. Er kriegt neue TÜV, ist ein 1,4er Motor drin mit Klimaanlage, die funktioniert. Viertürer. Und gar nicht mal so scheiße, hat Funks-HV und so drin. Zustandsmäßig geht ja eigentlich voll klar. Nur halt hat einige Rostlöcher gehabt und Gordon halt gerade dabei und treibt seine Rostdinger aus. Nur halt Max Pietschop über Autohandel, man kennt ihn. Kann auch sein, dass er bis zum Video schon weg ist, weil Mittwoch, ist das Mittwochsvideo heute? Schon Donnerstag, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist das Ding halt daran, ja, wir fahren damit einfach zum TÜV. Ne, dann kriegt er auch TÜV, denke ich. Macht einen ganz soliden Eindruck, die Kiste. Schön Zahnriemen, alles gemacht. Cooles Auto. Preis sage ich noch gar nicht, weil ich noch gar keine Ahnung habe, wer wir verlangen soll. Weil, was soll ich dazu sagen? Ich habe noch keine Ahnung, wie viel Geld wir da reingesteckt haben, wie viel Arbeit für Arbeitszeit da reingeflossen ist. Also ein Tag geht da auf jeden Fall. Der restliche Tag mindestens geht da rein. Wahrscheinlich morgen noch ein bisschen, ein bisschen Aufbereitungszeit. Ja, ich will ein bisschen von dem Autohandel verschonen, weil ich merke so von euch, ja, so kommt das YouTube gar nicht mal so gut an, so Werkstattalltag. Ich werde natürlich ab und an welche machen, aber nicht so mega viel. Deswegen beschäftigen wir uns heute wieder mit einem Projekt, so wie früher. Ich habe einen Bock und was gekauft. Und sollten wir jetzt dringend mal reden. Wie ich dieses Zimmer jetzt einleiten soll für euch tatsächlich, ist echt eine schwere Nummer. Ich denke mal, ich mache das so. Mit ein Kennzeichen hinten dran. Sachen gibt's. Das geht bei Gordon ziemlich schnell. Pass auf, ich leite das folgendermaßen ein. Ihr wisst ja, ich habe so einen Hang zu komischen Mopeds. Wissen viele von euch, ne? Übrigens bin ich gerade nochmal an so einer dran, als 125er aktuell. Vielleicht hole ich mir eine DT als Motorrad oder eine Yamaha als Motorrad, als Vollcross oder als Straßenverkehrs-Klaus-Cross. Ne, mal gucken, bin ich gerade hinterher. Bisschen größeres Ding. Der Motorrad-Klaus hat gesprochen, Alter, ich schwöre euch das. Naja, ich habe einen Hang zu komischen Mopeds. Den Hang kann man hier relativ gut sehen. Das hier ist meine Görike Regina. Die habe ich vor 2 Jahren, oder nicht, fast schon 3 Jahren, im Bockhorn gekauft, im Ultramarkt. Daran sieht es, kommt öfters vor, dass ich Dinge auf dem Ultramarkt kaufe, weil die habe ich da auch gekauft. Und die auch. Scheiße, das ist halt so ein Typ wie ich, halt die Dinger in der Nase gerieben kriegt, ne? Ah, dann stehst du da und dann kaufst du die Scheiße auch noch. Naja, ich habe Glück bei meiner Frau, der muss ja zu Hause nicht erklären, die ist ja relativ human mit. Kauf die Scheiße doch, mach, halt die Schnauze und kauf, so, weißt du, so ungefähr. Naja, auf jeden Fall habe ich die mal geholt, die haben wir mittlerweile auch, ne, dank Tobi, der hat mir da viel geholfen damals bei, voll fahrbereit. Die kannst du einsteigen und darauf losfahren. Ne, die sieht nicht so aus,
Aber das ist ja dieser Look. Ich stehe ja drauf, wenn es ein bisschen abgefuckter ist, so wie die auch. So Patina halt. Es gibt ja Patina, es gibt Schrott. Und jetzt zeige ich euch mal, was statt Patina auch Schrott sein könnte. Weil eigentlich kann man es unter die Kategorie Schrott packen und ein bisschen übertriebene Patina. Weil, Junge. So, ihr habt ja schon gesehen, was Phase ist. Hier, das hier. Ich muss mir meinen Stuhl, sonst falle ich um, weil ich die Scheiße wirklich gekauft habe. Das hier ist meine 1900, ich glaube 51 oder was war das für ein Baujahr? 51 nicht, oder 56. Das ist das Typenschild von dem Scheißding. Mal gucken wir mal eben. Hier war das Typenschild. Nehmen wir eine 1957er NSU Quickly. Woran erkennt man die Quickly? An diesen großen Reifen. Weil die ist sehr Quickly, weißt du, die ist schnell. Cool an der ist, die ist eine richtige Leiche. Ihr seht das schon, die sieht richtig schlimm aus, ne? Also wirklich schlimm. Oder findet ihr die gut aus? Also designmäßig ist die jetzt eigentlich so zwischen Schrott und Schrott. Die ist schon ziemlich schrottig. Wirklich. Aber ich muss sagen, das ist Patina, ne? Oder ist das keine Patina, das meint ihr? Ist das hier noch Patina oder ist das schon Schrott? Weil ihr seht ja, mittlerweile haben wir ja eigentlich, das Moped hat ja also optisch mehr Rost als Blech. Also mehr Rost als Lack. Einiges ist ja immer Lack mit ein bisschen Rost, Patina. In dem Fall haben wir wirklich mehr Rost als Lack. Ich glaube wirklich, wir haben mehr Rost, als Lack, ne? Wenn der Tank jetzt hier lackiert wäre in Weiß, hätten wir auf jeden Fall mehr Rost als Lack. Weil, krass. Also, guck mal, jedes Teil ist hier. Was ist denn los? Das Ding stand tatsächlich zigtausend Jahre irgendwo in der Garage. Sie soll laufen. Ich habe die auch schon mal irgendwie am Laufen gehabt. Aber nicht so richtig, aber irgendwie. Ihr kennt den Spruch mit irgendwie am Laufen. Und heute ist mein Ziel, damit zu fahren. Nur die hat noch einige Probleme. Die müssen wir ein bisschen ausmerzen. Ich hätte ja gerne zum Beispiel von der neuen Lampe. Ich habe ja keine Lampe für das Ding. Die Lampe ist Fritte, ne? Die ist total tot. Die ist leer. Da ist ja gar keiner mehr zu Hause. Das Problem daran ist aber, ich habe keine Moped-Lampe. Ich habe eine jetzt gekauft auf dem Ultramarkt. Die ist aber für ein Fahrrad. Auf 6 Volt. Müsste eigentlich auch gehen. Ne? Das Problem daran für mich ist aber, wo liegt diese Lampe? Wie soll ich sagen? Bei mir in meinem Quonweg, also meinem Police Car, zu Hause. Also hat sich schon mal ausgeleuchtet. Das Thema hat sich schon mal erledigt. Das heißt, da kann ich heute nichts mitmachen. Ja, stegelig ist das Ding schon seit 1981 und fährt seitdem auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe schon mal laufen gesehen, aber gefahren bin ich es noch nicht. Und ich möchte jetzt, bevor ich irgendwas mit diesem Ding anfange, den Vergaser ausbauen. Das ist das Bauteil hier. Ich möchte diesen Vergaser, den Bing-Vergaser, immer sauber machen, vernünftig. Ne? Und dann wieder zusammenbauen. Dann hoffen, die läuft gut. Weil die lief, wo ich die gefahren habe, ziemlich bescheiden. Ich die Kerze nochmal rausdrehen, mit die Kerze einmal checken. Dann die Züge einmal ölen. Ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit. Das müsste eigentlich machbar sein in der Zeit. Dass wir mal einen Blick kriegen auf diese NSU, wie es wirklich ist. Und wie es dann, wie der Motor eigentlich ist. Und ob die wirklich noch fährt. Ne? Also, das ist doch sehr interessant, oder meint ihr nicht? Ich finde das schon ziemlich hart. Vor allem der Zustand ist ziemlich hart, scheiße eigentlich. Aber ich bin der Meinung, dass wir es hinkriegen müssen, dass dieses Ding wieder irgendwie fahrbereit ist. Auf der Straße, mit Licht dran, alles, was dazugehört. Muss doch eigentlich. Man kann das überhaupt nicht wegschmeißen. Das ist doch immer noch Kulturgut. Oder, also eigentlich ist es eine Vollrestauration. Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber Vollrestauration macht irgendein Liebhaber, der dafür auch Zeit hat. Ne? Ich bin da nicht so Liebhaber, der keine Zeit hat. Deswegen mache ich es jetzt auf meine Art. Ich baue jetzt erstmal den Vergaser ab. Wisst ihr, was ab? Geht der Benzinhahn? Aber, ja, einmal auf den Teppich gerotzt. Funktioniert. Geht die Reservehahn? Nicht. Reservehahn ist dicht. Könnt ihr euch vorstellen, weil der Tank von dem Ding ziemlich scheiße ist. Der Tank hat echt keinen guten Zustand. Ne? Der ist ziemlich rostig von innen. Der ist jetzt nicht so mega tot, aber ich würde mal sagen, den Tank von der Quickly, den kann man eigentlich ganz getrost entsorgen. Der ist eigentlich gar nichts mehr. So, erstmal raus mit den Schrauben hier, weil wir müssen die Vergaser einmal in der Hand haben. Wenn wir Vergaser nicht in der Hand haben, brauchen wir nicht anfangen. Und der Gasrohr muss auch noch ab. Scheiße, Alter, komm her. Kommt so schlecht rein. Ich will keine Nuss holen, muss ich für aufstehen. Sehe ich so aus, als würde ich jetzt aufstehen? Nö. Hab ich keinen Bock drauf. Zum Aufstehen bin ich so fett. Und neue Dichtung unten dran. Der war doch schon mal auseinander, oder? Muss ja eigentlich auch. Der Typ, der mir das Ding verkauft hat, hat mir die ja als Laufen verkauft. Das heißt, die müsste ja eigentlich fahren mit mir. Gut fahren. Tut sie aber nicht.
Und das wollen wir jetzt austreiben. Diese Nachkriegstechnik. Zack, hast den Scheiß schon in der Hand. Voll gut. Da ist er, der Vergaser. Da ist dieser scheiß Bing-Schwimmer drin, der Bing-Klaus. Der bingt den einen ab. Und ich will mal kurz gucken, ob ich eine Düse finde, die ich mal durchpusten kann, weil ich bin mir ganz sicher, das Ding ist dicht. Und dann brauchen wir noch einen Filter. Wenn wir noch einen Filter finden im Lager, wäre super, weil besser ist es. Weil der ist doch nur Scheiße drin in dem Tank. Bing-Vergaser, dieser Schwimmer. Den müssen wir uns mal eben angucken, ob der Sprit gesoffen hat vielleicht. Der trocken ist. Oh, hier, der plätschert. Seht ihr das? Das ist der Grund, warum der nicht richtig funktioniert und überläuft. Wenn der Schwimmer einfach zu tief schwimmt, deswegen geht das nicht. Scheiße, wie kann ich diesen Schwimmer jetzt leer kriegen oder leer machen? Das ist ein Problem. Weil wenn da nämlich hier jetzt Sprit drin steht, dann läuft Vergaser immer zwangsläufig über. Und ich hätte mir fast denken können, dass der das Problem ist. Weil der drückt nämlich dieses Ventil zu hier. Weil der steckt hier drin und da ist hier der Deckel, der ist hier und er drückt dieses Ventil hier zu. So als Schwimmernadelventil. Scheiße, wie kriege ich jetzt dieses Ding leer? Haben wir schon mal nicht lagermäßig. Jetzt habe ich den Vergaser erstmal durchgepustet. Ja, und ich baue ihn halt wieder ein jetzt. Was soll ich sonst machen? Aber bestellen kann ich so ein Ding. Die kosten irgendwie 11 Euro oder irgendwas. Ganz schön teuer für so ein Stück Kupfer oder Messing oder was es ist, ne? Aber scheißegal. Das mag es wohl wert sein. So, dann wieder ran damit. Vergaser ist drin. Ansau noch nicht. Hier ist meine neue Konstruktion mit meinem neuen Kraftstofffilter. Ne, das ist ungefähr so die Idee. Das heißt, muss der so rum eingebaut werden, der ganze Bums. Das muss eigentlich funktionieren. Ach, scheiße. Gleich einen Knick reingemacht. Voll verkackt. Oh, das war zu lang. Ach, scheiße. Nochmal. Das steckt drin, ist verbaut. Kerzenstecker ist so lala. Ich muss nur die Kerze noch mal angucken, die hier drin sitzt. Weil die ist auch schon ein bisschen, na, wie soll ich sagen, die ist so. So richtig ist sie nichts. Haben wir eine 21er Nuss hier? Würde ich ausstehen. Komm, 21er Ring. Der wird es shoppen. Schöner 21er Ring. 19er. Bäh. Gib mir einen 21er. 17, 19. 19, 18, 19, 17, was ist das denn hier? 22, macht das trotzdem? Ha! Hey, die ist ja nur handfest, die ist gar nicht fest, die Kerze. Die ist gar nicht festgedreht, die ist einfach nur mit der Hand reingeschraubt. Läuft. Damit kommt diese gar nicht weit. Die ist pink, Beru, Germany. Ich nicht. Da muss die wieder rein, die gute Pinke. Wie alt die wohl ist? Ja, Germany, nicht West Germany, ne? Also mag die nicht mega alt sein, glaube ich nicht. So, tüdeln wir die rein, ziehen die jetzt mal ordentlich fest. Dann haben wir schon mal den ersten Aufbau gemacht. Im Vergaser mal einmal angeguckt, durchgepustet. Aber naja, macht nicht viel Sinn, wenn wir keinen neuen Schwimmer haben eigentlich. Das hätten wir uns auch sparen können. Eigentlich. Ich kenne ja das Wort eigentlich. Sieht der Kerzenstecker aus? Naja. Er ist auch schon 1000 Jahre alt, aber der mag wohl noch seinen Job machen. Denke ich mal wenigstens. Das haben wir jetzt. Jetzt öle ich alle Züge noch ein von dem Ding. Dann holen wir sie aus der Ecke raus. Haben wir schon Sprit reinlaufen lassen. Gucken wir mal. Ja, kommt an. Und dann holen wir den aus der Ecke raus und gucken mal, ob wir sie angekickt kriegen, ob sie läuft. Lampe habe ich auch gerne noch getauscht, aber weil ich keine Lampe habe, brauche ich keine Lampe tauschen. Hier unsere Quickly. Ich habe jetzt die Kette nochmal mit Fettspray behandelt und hier und da. Alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob sie anspringt, aber ich habe die schon mal am Laufen gehabt. Also gehe ich davon aus, die kriegen wir an. Mal schauen, ich stelle mal auf den Wartburg hier drauf. Dann könnt ihr mal beobachten, wie ich mich jetzt blamiere, die anzuschmeißen.
Alter, hätte ich mitgerechnet. Läuft. Geil. Bremse geht auch. Aber wir haben auf jeden Fall keinen Leerlauf. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, den kann man hier auch einstellen, ne? Aber ich glaube, der Leerlauf, das hängt immer zusammen, weil der Schwimmer kaputt ist. Weil der abgesoffen ist. Ich bin einen neuen Schwimmer. Müsste ja eigentlich auch super laufen mit Leerlauf und so.
Schönes Ding. Läuft. Also ist er nicht ganz fertig, ist klar, braucht nicht drüber reden. Ich hatte zum Beispiel so wenig Luft hinten auf dem Reifen. Guck mal, wie wenig Luft da drauf ist. Kein Wunder, warum ich gerade so scheiße fuhr. So eierig. Ich glaube, wenn der richtig Dampf drauf hat, also 40 läuft wie locker. Aber ich will halt mitten auf der Straße fahren dazu nicht. Weil, ne? Hab keine Lampe und kein Licht. Sobald da Licht dran ist, Straßenverkehr. Los geht's. Bremst ja auch super. Kannst schon blockieren lassen, hinten die Räder. Alles cool. Aber du hast noch gar nicht den besseren Deal gemacht. Oder nicht? So ein Vergleich. Den besseren Deal hast du definitiv gemacht. Nicht, dass das überspringt da. Die Rostpünktchen. Alter. Wie so ein Zombie, das Ding. Richtiger Zombie, Alter. Schon, der ne? Zombie-Moped. Aber läuft, Alter. Die läuft gut. Bisschen mit den Luft, die ich hinten drauf gehabt. Also ich glaube, so 40 läuft die. So von 40, 50 muss ich mal wohl laufen. Dann sollten wir mal eine neue Batterie rein. Klappt das Ding zu. Ja. Kommt hier auch immer so ein kleiner Funken. Wie? Ich weiß ich auch nicht, Alter. Masse, wa? Läuft? Alter, das ist überhaupt nicht gut. Ne, Funken sind die nicht gut. Die können auch ab. Die können auch ah ja, stimmt. Es liegt in den Ionen, ne? Ich hab letztens so ein Video geguckt von so einem Bus, der abgefackelt ist, Alter. Das ist witzig. So ein Bus, Alter. Ein ganzer Bus. Elektrobus. Wie so eine Explosion. Bah, bzzz, ja, weg war. Die rauchen richtig ab. Die brennen halt richtig durch. Krass. Also er ist schon oberkrass. Auch mit einem Smartphone, Alter. Das ist auch so ein scheiß Bomben-Akku drin. Ja, natürlich. Eigentlich sind wir alle Laptop, alles, ne? Gefährlich. Laptop sind ja, die, ja. Die gleichen Akkus hier. Ja, ja. Wie diese. Das ja, genau. Die sind auch im Laptop drin, ne? Deswegen, das ist schon ganz schön gefährlich. Ja, das ist eine Sache. Naja, auf jeden Fall kann ich das Thema Quickly jetzt erstmal abschließen. Ich bestelle aber noch einen neuen Schwimmer für den Bing-Vergaser, weil der läuft immer über. Ein bisschen. Ja, der ist ein bisschen Sprit drin, wenn du schüttelst. Der ist im frischen Einbau, das Problem nicht mehr so. Wie kommt der da eigentlich rein? Das ist doch ein Hohlkörper, oder? Ja, ja, genau. Wie kommt aber, das da rein? Ja, die werden irgendwann undicht. Wie? Die Nähte oder keine Ahnung das was. Korrosion. Kann man doch wieder löten eigentlich, oder? Ja, aber leer kriegen ist das Problem, ne? Leer kriegen und dann löten. Ein Loch, ganz kleines also, Loch reinbauen. Ja, genau, das habe ich mal gemacht. Dann habe ich mal Sekundenkleber, soll funktionieren. Aber da habe ich mal so Blasen gehabt im Sekundenkleber. Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Von Trabi mal probiert. Okay. Das hat mir ganz, ganz viele diesen Schwimmern weggelegt ins Regal da oben. Ist der das nicht weg? Nee, Sekundenkleber ist 2K Sekundenkleber spritfest. Ach, 2K. Ja, okay. Guck mal, ich habe so einen Filter eingebaut. Ist ja. Ich könnte den ersten Dreck drin sehen. Hör auf. Ja? Siehst du? Guck mal da oben. Siehst du? Guck mal genau hin, wie dunkel der ist. Ja. Und deswegen lief der auch nicht. Ja. Ah, willst du machen? Du hast keinen drin, ne? Keinen Filter, ne? Ich dachte, dein Tank ist aber auch wie neu von der hier. Ich war auch bei dem Typen da im Bockhorn, guck mal, der ist auch wie neu, dein Tank. Der hat gar nichts, guck mal. Ich hab nichts gemacht hier. Nee, du hast ihn so gelassen, ne? So, wieder ist, ich hab nichts gemacht. Ja, die hat auch einen Typ gebaut, der Ahnung davon hat, ne? Ich hab nur das Nummernschild reingemacht und aus dem Dings geputzt. Und fährst damit nach Hause. Bin gespannt nachher. Ich trau mich nicht. Fahr ich mit der KTM nach Hause, musst du ja. Hier, gleich rumgesaut. Die gute? Ihr fühlt ja pingelig. Ja, natürlich. Guck mal, da ist Dreck in der Ritze hier. Das muss da raus. Ja, wir können auch tauschen, Gordon. Das ist kein Problem. Da ist guck mal hier, guck sie. Guck sie dir an. Guck mal, lächelt der schon zu. Nee, ich darf die gar nicht fahren. Stimmt. Scheiße, hast recht. Tschüss, das war's. Alter, dieser Lenker, Alter, guck mal, wie fett der Gammel. Guck mal, kann ich so den Gammel so? Guck mal, kann ich so? Den ganzen Chrom, der da dran mal war, so mit dem Finger runter. Alter. Richtig krass. Ich würde mal gerne wissen, wo die gelegen hat. Ja, das ist mir interessant. Die muss ja irgendwo richtig, richtig böse misshandelt worden sein. Oder böse abgestellt. Guck mal, ist da durchgerostet, das Blech hier. Guck mal. Hier, da, guck. Ist durchgerostet, hier. Guck hier. Oh, gut, das ist das Dünnste auf der Straße. Aber dass sie noch läuft. Das ist der Hammer. Und die klingt gar nicht mal so scheiße, die Maschine von dem Ding. Die Lager und so. Man hört sie ein bisschen raus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt top klingt, ne? Da klingt deine top gegen. Reiß mal deine an dagegen. Mal eben so als Vergleich. Oh. Deine klingt ja wirklich wie neu. Übrigens, hier der Schlüssel, der da drin steckt, passt auch hierfür, ne? Okay. Fürs Schloss, kannst du abschließen. Wie niedlich, Alter. Die geht so ab. So, da sind es noch drin, hätte ich gar nicht gedacht. Ich komm weg. Hundertprozentig, besser geht's nicht. Wir müssen mal gucken, ob das. Meinst du, das bringt wirklich was, wenn man das Ding rausschraubt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird da ein bisschen Sound. Ja, Sound ist wichtig. Muss ich so anhören wie die KTM. Ja, ja. Die KTM war da. Bam, 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 bam.
Bam, 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 bam. Die hört sich echt richtig geil an. Na guck mal, und schon hast du ein eigenes Moped. Sachen aber gibt's, was ne? Was für ein Unterschied das ist, die KTM und die Zünder vom Sound her, ne? Ja. Alter. Ja, die KTM ist ja auch... Na, eigentlich ist das gleiche. Oh. Alter, was war das denn schon wieder für eine Vierzündung? Oh, oh, ob die jetzt auch so anspringt? Ich glaube nicht. Die springt an, klar. Benzin dann ist so offen oder so? Offen. Ist eh kaputt, ne? Nee, der ist nicht kaputt. Ich habe eine neue reingemacht. Ist ein neuer drin. Hä? Mal gucken. Die springt sofort an. Die Karre noch, Alter. Wackel, 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 wackel. Der Feuerstuhl, Alter. Bitte, ich bin runter. Der original Feuerstuhl. Oh, er sieht nach. Oh, Junge. Boah. Alter, der zieht ja richtig nach, Mann. Der Nachteil bei der KTM ist aber, die säuft wie ein Loch. Die säuft richtig. Ja, die hat Durst. Übrigens, wenn einer von euch, ihr habt ja so ein bisschen den Blick darauf, hat einer von euch noch so ein Plastikding. Wir haben schon auf dem Ultramarkt überall im Internet gesucht. Wir haben sogar gerade so eine Suchanfrage offen. Auf Kleinanzeigen. Keiner hat dieses Plastik für rechts. Richtig Katastrophe. Du kriegst, ich glaube, für eine PM40 oder so. Da musst du ein Loch einbauen, ne? Ja, die hat auch das Ding. Mhm. Jetzt kriegst du, glaube ich, aber nur in der Schweiz das Teil. Das kostet 40 Euro. Ja, ist zu teuer für ein Plastik. 40 Euro. Obwohl wir sie geschenkt haben, ne? Wie gesagt, da könnt ihr mir auch gerne mal. Wenn sowas hat? Auf eBay hat mir das einer geschrieben, ne? Scheiße, aber das ist. Aber du kriegst das Ding. Nee, keine Chance, ne? Ich hab überall gesucht, echt. So müssen wir den seinen Muppel nach draußen stellen, dann kommt nachher sein Mofa abholen. Du kriegst da für die Zünder, kriegst du ja sogar noch die Plastikverkleidung und so neu. Ja, ja. Das Zündab ist ja auch Zündab, Alter. Ich habe mir heute eine angeguckt, eine Zündab. Der 50er tatsächlich. So wie deine, aber ein bisschen anders. C50 heißt die. Ist ja eine 50er fast. Ja, ja, aber eine C50. Ja, ja. Irgendwie so. Aber, C? Ja, C. CS? Nee, C50. Ich hab ihn da auch richtig Geld für geboten. Hätte ich zugestoppt. Ja, so ähnlich wie die, ja. Ich habe richtig Geld dafür geboten, KS ne? Nicht. Er wollte nicht verkaufen. Keine K. Nee, KS nicht. Da ist eine KS50 mit einem C an der Seite dran. Wann der KS50? Ja, ne? Da habe ich richtig Geld eigentlich für geboten. Der Motor ist ja dasselbe. Alter Gordon, ich schwöre, ich habe dir richtig Geld für geboten, den Typen. Und sagt er nicht. Wollte er nicht, ne? Aber die waren die schon von 30 Jahren gestanden. Aber sah 100 Mal besser aus als die hier NSU. 100 Mal besser. So auf ja. Wie deine waren schon ungefähr. Ja. Im Blau. Heftig, ne? Wäre schön gewesen. Ey, Alter, die ist doch noch da für 5,3. Die CS25. Oder? Ja, die kauft doch keiner für 5,3. Wenn du dir die Bilder anguckst. Die ist wie neu, ne? Die sieht wirklich, also besser wie aus dem Laden. Was meinst du, damit Justin nach Hause kommt morgen? Jo. Oder heute Abend? Jo. Die fährt heute Abend mit nach Hause, glaube ich. Also mir kannst du ja auch nach Hause kommen. Ja, er meinte aber wieder, er hat wieder Probleme mit seiner Zündung. Bin gespannt. Mit seiner Zündung? Ja, irgendwie spackt er die schon wieder rum. Mal gucken. Die ist beleidigt wegen der Bündnissonne, die grüne Klingel, das ist er beleidigt von. Die hat ja auch eine elektrische Zündung, ja, guck. Hat sie auch. Stimmt. Hast recht, die hat ein Steuerteil, ja. Ist sie kontaktlos? Ja, mal gucken, bin ich gespannt. Die V8, die waren früher mal auf dem Kotflügel von meinem Camaro. Wundert mich, wie die da rangewandert sind. Schon komisch, ne? Ach. Ja. Ja. Ja, ja. Ich kann dir mal mal... Die vom Camaro auf dem? Die waren früher mal ein Camaro dran, bevor ich den lackiert habe. Ja, die hab ich da abgekratzt. Nee, ich hab die mal abgebaut und in eine Kiste reingepackt. Aber ich glaube, ich habe die mal gegeben. Ich glaube, ihr habt mal gefragt. Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ne? Na ja, gut, Freunde, ich beende jetzt unser Video. Knack, geil, V8. Ich beende jetzt unser Video. Ich schiebe Justin seinen Assi-Shopper raus, damit er morgen losballern kann heute Abend. Ich hole ihn nachher ab. Und wir müssen ein bisschen Kleinkram noch machen. Und dann sind wir auch fertig für heute. Munter. Dum, 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 dum